Hallo an alle, ich bin Valerij Zabotin. Ich repräsentiere mein Team Dimitrovskaya Druzhina aus der Stadt Dimitrov. Ich betreibe seit 6 Jahren Nahkampf. In dieser Zeit habe ich es geschafft, ein Kandidat auf den Titel Meister des Sportes zu werden. Ehrlich gesagt hat mir zufällig ein Freund von diesem Turnier erzählt und daraufhin habe ich mich direkt angemeldet. Außerdem will ich noch etwas Geld verdienen, bevor das neue Jahr beginnt. Ich höre nie auf zu trainieren, also wird es kommen, wie es kommen muss. Mein Gegner habe ich nicht studiert, ich habe es jetzt von ihm erfahren, aber ich denke, wir werden einen spannenden Kampf liefern. Mein Name ist Dusenbayev Bagdad. Ich komme aus Kasachstan. Mein Spitzname ist Kasache. Ich habe von diesem Turnier von meinem guten Freund erfahren. Ihr kennt ihn als Rugby-Spieler. Als er mir empfohlen hat, hier zu kämpfen, habe ich sofort zugestimmt, da ich momentan Geld brauche und um nicht aus der Übung zu kommen. Mein Gegner ist Valerij Zabotin. Ich habe ihn erst vor kurzem kennengelernt. Er scheint ein guter Kerl und ein guter Kämpfer zu sein. Ich habe mich nicht auf diesen Kampf vorbereitet. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich werde mein Bestes geben, einen faszinierenden Kampf zu liefern, der euch gefallen wird. Ich habe eine Weile nicht mehr gekämpft, da ich privat einige Dinge zu regeln hatte. Aber jetzt bin ich wieder zurück und wir werden uns ab jetzt öfter sehen, wenn Allah es so will. Den vierten Kampf eröffnet bei uns Valerij Zabotin, den wir Nahkämpfer getauft haben. Dieser Kämpfer ist erst 19 Jahre alt und ist bereits ein Kandidat für den Titel Meister des Sports im Nahkampf. Er hat eine Kampfstatistik von 4 zu 2 und ich bin sicher, er wird sich hier von seiner besten Seite zeigen. Sein Gegner ist Dusenbayev Bagdad, auch bekannt als Kasache. Er hat sich bei dem Turnier Misaruka 2 bewiesen. Dort wurde er Champion im Weltergewicht. Außerdem ist er bei Misaruka 3 bis ins Halbfinale gekommen. Зрители чуть-чуть отойди, чтобы он перемещался. Аккуратно!
И все. Не надо прогибаться, не бейся все силы. Подними лицо. Два, точно, лицо. Один точно, два точно, там все решит. Ты не видишь тот момент, когда он зашипляется с этого удара. Руку держи, левую руку держи. Просто левую руку держи. Василий, ровный экран для того, чтобы он ходить наш оператор. Чуть-чуть отходим. Здесь его! Поехали! Держи руку там у него. Две минуты. Надо размножить. 15 секунд осталось. 15 секунд отдыхать осталось. Приготовили. Не рискуй, ты ведешь бой. Не рискуй. Брату, брат, Латман, слышь, АК. Давай.
гнать, руки дай, вон, руки дай. Бойцы на середину! In diesem, meiner Meinung nach, spektakulärsten Kampf haben wir ein Unentschieden. Gute Arbeit, Jungs. Erzählt mir von euren Gedanken zum Kampf. Fangen wir zuerst, Valeri Sabotin, was sagst du? Du bist erst 19 Jahre alt. Ich finde es lohnenswert, dass du dich schon so früh in ein solch riskantes Abenteuer stürzt. Fühlt sich gut an. Ja? Respekt an dich. Beachtet. Gehen wir näher an die Kamera ran. Ich kenne dich schon seit Misarubka. Ich sage immer zu allen, dass man dich umbringen muss, wenn man dich besiegen will. Ich fürchte mich jetzt schon, falls wir noch auf der Fight Night gegeneinander kämpfen müssen. Ich gratuliere dir, du hast uns einen richtig spektakulären Kampf gezeigt. Erzähl uns, was du denkst und welche Emotionen du hier erfahren hast. Das ist wie ein Tag aus dem Leben eines richtigen Mannes. So muss es sein, Jungs. So sollte das Leben von Männern sein. Was soll ich sagen? Kämpfe finden nicht nur im Ring oder im Oktagon statt, also... Seid immer bereit. Du bist ein echter Gladiator. Man merkt, dass du bereit bist zu sterben, um zu gewinnen. Danke an alle! Баха! Это лучше. Аплодисменты, братья!